Yo YouTube, es ist ein perfekter Tag, um mal wieder ein Video zu schauen, was von Stunt by Wrestling ist. Und es dreht sich heute um haha, Mr. Perfect. Kurt hennig. Ich bin ja alt. Das gebe ich ja zu, meine lieben Freunde. Aber noch nie so alt, als dass ich alles wüsste. Und schon gar nicht was außerhalb von WWF. Passiert ist Anfang der 90er Jahre. Aber dieser Kurt Hennig, ja, der war dann zwar Mr. Perfect und da habe ich ihn das erste Mal wahrgenommen, aber der hatte ja auch davor schon einen ganz, ganz validen Run und auch danach dann nochmal bei WCW durchaus eine valide Rolle. Sein Problem war immer so ein bisschen, naja, es hat immer nur zum Mid cut champion gereicht, obwohl er eigentlich für viel, viel mehr prädestiniert war. Warum, wieso, weshalb, gucken wir uns jetzt an in einem Video eben von Stand by Wrestling, was da heißt, die Tragödie von Mr. Perfect Kurt Hennig. Und äh, ich bin sehr gespannt, weil das ein Mann war, den ich im Ring immer sehr gern gesehen habe, der aber ja natürlich nachweislich seine Problemchen hatte und dann auch sehr früh vor uns ging. Wir schauen uns das Ganze an. Das sieht so aus. Moment, ich habe vergessen, das einzig wahre Team OE zu begrüßen. Natürlich, wir machen das live auf twitch.tv/slash geschrieben. Und wenn wir jetzt schon dabei sind bei diesem ganzen Abhaken-Ding, Daumen nach oben für das Video und fürs Originalvideo selbstverständlich verlinkt in der Videodescription und wenn ihr dabei seid, auch den Kanal jetzt endlich mal abonnieren. Es kann ja nicht sein, dass hier immer noch ein paar und 50 keine Abonnenten dieses YouTube-Kanals sind, meine lieben Freunde. So geht das nicht weiter. Und jetzt schnacken wir nicht lange rum. Wir gehen direkt rein. Das Ganze sieht so aus. Das ist der junge Mann gewesen. Ja, so haben viele ihn glaube ich im Kopf mit Kaugummi und Handtuch und vor allen Dingen später auch mit einem Bleistift. Ja, mal gucken, ob wir das noch sehen. Wir gehen mal rein in die ganze Geschichte. Kurt better known to wrestling fans as Mr. Perfect was more than just a great character from the 80s and 90s. He was one of the greatest technical wrestlers in history, with even Hulk Hogan calling him the best of the best. And behind the scenes, Penny wasn't just respected for his skills; he was a friend to everyone and was always bringing laughter to the locker room. But behind Es ist wirklich, so, wirklich was, was man über ihn sehr oft gelesen hat, aber auch immer noch liest, wenn er erwähnt wird, dass er, obwohl er so einen abgehobenen Charakter hatte, gerade bei WWF Anfang der 90er, wechselig ganz anders gewesen sein soll. Ja? Also ein ganz anderer Typ, ein sehr verständnisvoller Typ, ein, sehr, ein Typ, der darauf geachtet hat, was seine Mitmenschen tun und lassen und wie es denn geht, obwohl er selber seine Problemchen hatte. ...the perfect image that he portrayed, Kurt's real life had real struggles. His story is one of incredible talent, personal demons... At a tragic end that shocked the wrestling world. Oh, yeah. Kurt was the son of Larry the Axe Hennig, one of the toughest and most respected pro wrestlers of his time. From the beginning, Kurt wanted to follow in his dad's footsteps. He'd been around wrestling since before he could walk, and he'd absorbed so much knowledge that he already knew the business inside out. In his teenage years, Kurt had proven himself to be a naturally gifted athlete, and he was offered scholarships in... Larry wenn ich meine ich, war doch dann irgendwann sogar noch mal bei WCW auch zu sehen im Programm. Er war zumindest, ich kann mich erinnern, das war aber glaube ich schon die spätere Phase, so 99 rum vielleicht, war er mal im Publikum bei einer Rede von Kurt. Da kann ich mich doch dunkel dran erinnern. Also ich... Weiß nicht mehr, was er für eine Rolle gespielt hat, ob er nur bei dem Match war, aber er war auf jeden Fall mal da. Da habe ich es erstmal von ihm gehört und realisiert, dass er überhaupt ein Second Generation Wrestler ist. Ansonsten für die jüngeren Fans unter uns, mit wem kann man hennig am vergleichen von der Art und Weise, wie er wrestelt, von dem, was er macht, wie er selten, wie er für die anderen oder für andere Dinge gut aussehen gelassen hat, vielleicht mit dem Dolph Sigler, ja, aus der Neuzeit. Auch so einer, der nicht nur aufgrund seiner Haare sehr ähnlich war, sondern die Art und Weise, wie er gewirkt hat im Ring, hat mich immer sehr daran erinnert. Kurt Hennig war aber nicht ohne Grund nur gimmickmäßig Mr. Perfect, er hat auch im Ring einiges rausgehauen. Paradebeispiel ist immer noch dieser mit Suplex mit Pin. Das ist, also, den wirst du nicht schöner sehen. football and basketball at high school but it was pro-wrestling that was in his blood and when he went to train with wrestling Legend Vern Gonya he couldn't believe how natural Kurt's instincts were in the ring in fact he barely needed training at all and it was Dann Gagne ähm, war ja dann noch lange Zeit als Promoter unterwegs, hat ihn quasi auf die Landkarte gebracht in der Territory-Zeit. Und dann passierte das, was ja eben dann passierte, nämlich WWF übernahm die Territories und äh, damit auch die Marktmacht. Und deswegen war es eine Frage der Zeit, bis er da landen würde. Bis er dann auch, und man sagt eigentlich bis heute, dass er zu mehr prädestiniert war und das allerdings nie so richtig erreichen konnte. Er war midcard champion auch bei WCW später nochmal, aber er war eben nie World Champion bei den Großpromotions. promotions Bei AWA, glaube ich, war es. Wasn't long before he debuted in the AWA, but Kurt really felt the weight of expectation on his shoulders. Naturally, he was being constantly compared to his father, and it was a comparison that he wasn't ready to live up to at such a young age. Also, what we've seen very often in the oft past dass that people mit naturally compared to their parents Now we're coming from the territory zeit the deepest K-pop time, especially. Okay, also wrestlerisch weiß ich nicht, ob der, der Larry jetzt besser war. Davon habe ich, dafür habe ich zu wenig gesehen von Larry, aber offensichtlich war eine große Nummer in den 60er 70er Jahren. Da musste jetzt der, der junge Kurt erstmal mithalten. In 1981 he got a job in the World Wrestling Federation, which allowed him to step out of his dad's shadow for a few months. He only stayed Moment. Hat er gerade 1991 gesagt? oder 1981. War das so früh, war der so früh schon der Vertrag? Der bist der Perfect Character, war der Anfang der 90er. Müssen nochmal zurückgehen. Also hier steht 81, aber hat er 81 gesagt? 81. Okay, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich dachte wirklich, der ist erst Ende der 80er, Anfang der 90er bei WWF aufgeschlagen. 81 war aber auch noch die Zeit, als Vince Senior das Sagen hatte, ne? Da waren wir noch weg von der WWF, wie wir sie dann später kennenlernen sollten, erklärt es so ein bisschen. Er wird wahrscheinlich scheitern und dann wiederkommen, ne? Oh, cool. Which allowed him to step out of his dad's shadow for a few months. He only stayed in the WWF for a short amount of time as uh, his yeah. wife was about to give birth, but Vince McMahon was certainly impressed with Kurt's ability. He went back to the AWA so he was closer to home, and this would prove to be a great decision in terms of his career. Kurt teamed up with a young Scott Hall, and they. Wie gesagt, AWA ist bei uns halt irgendwie so gefühlt so ein bisschen natürlich an uns vorbeigegangen ne, in Deutschland. Es war halt nur Territory-Zeit. Wir haben es in einigen Dokus und so gesehen, dass die geteamt haben zusammen und auch wie Scott Hall da aussieht. Also die beide, fantastisch der Look zu dieser Zeit. Also Scott Hall vor allen Dingen, finde ich immer sehr beeindruckend, wenn man ihn sieht. Der hat ja seine Karriere gemacht, aber gefühlt hat er es weitergebracht. Und beide haben leider einen ähnlichen Weg eingeschlagen, was ihr Privatleben einging. Scott Hall wissen wir, da gab es ein paar Vorfälle. They eventually captured the World Tag Team Championship. They were one of the AWA's last truly great tag teams. Wie gut sieht Scott Hall da bitte aus? Also jetzt mal ohne Mist. Der hatte halt alles. Der hatte die Größe, der hatte den Look, der hatte den Körper. Schon wahnsinnig beeindruckend, Scott Hall. But it was in singles competition, where Kurt really started to make a name for himself. in 1987 he reached his peak in the company when he defeated the legendary nick bockwinkel to become the world heavyweight champion Nick bockwinkel was quasi the the AWA. this was a title that his father larry never managed to hold and kurt felt that he'd finally stepped out of his shadow he was the champion for over a year, but by the late 1980s, the AWA was starting to struggle. The writing was on the wall for the company, and it wasn't long before it shut down. But luckily for Kurt, Vince McMahon had remembered him from all those years before. McMahon was impressed with the progress that Kurt had made, both in terms of his in ring work and his persona. During those years in the AWA, Kurt had flourished into a confident and charismatic performer. But in 1988, charisma and in ring skill just wasn't enough. Every Boah, Charisma und Fähigkeiten im Ring reichen nicht aus. Also, er zeigt gerade Recruit. Recruit war für mich eigentlich auch so ein Typ, auch ähnlich, mit dem man hätte mehr machen können. Auch er hat ja später eine relativ schwere Verletzung gehabt, warum es dann nicht mehr ging. Aber Recruit ist auch so einer, der es nie ganz an die Spitze geschafft hat, den ich aber durchaus alle Attribute zuschreiben würde. Weil ein Ultimate Warrior, okay, ja, da ist ein bisschen gehabert, hier und da. Everyone had to have a gimmick. vince mcmahon created the character of mr. perfect. thanks to hennig's great success at high school, they filmed vignettes that have since become iconic of mr. perfect performing incredible sporting feats. From also mr. perfect, das gimmick war eine der paradebeispiele, wie gimmicks funktioniert haben zu der zeit. die sind halt extrem präsent noch. also jeder, der zu dieser zeit wrestling geschaut hat, kann sich daran erinnern. und da gab es nicht viele, wo das so war, finde ich. Also ich würde das Mr. Perfect-Gimmick, wenn man das weiter gespielt hätte, länger gespielt hätte, fast vergleichen, auf eine Stufe stellen mit einem Undertaker, vielleicht sogar mit Hulk Hogan. Einfach von, von, von der Tragweite, die diese, dieser Run hatte. Jeder weiß, der Wrestling verfolgt hat in den 90er Jahren, wer Mr. Perfect ist. Dafür, dass es gar nicht so lange gemacht hat, ist das schon wahnsinnig beeindruckend. Also dieses Gimmick hat absolut funktioniert, für mich zumindest. Ja, könnt ihr gerne mal die Kommentare auf YouTube schreiben, wie es euch geht. Aber das Mr. Perfect-Gimmick war, naja, perfekt, wenn ihr mich fragt. Basketball to bowling, the character was the perfect athlete. They say that the best characters in wrestling are often the real person with the volume turned up, and that was certainly the case here. From late 1988 through most of 1989, Mr. Perfect built momentum as he went on. Gemalt, ne? Du hast, Abgehobenen Heal, weil er einfach gut ist, kann man fast ein bisschen vergleichen mit Gunther, vielleicht sogar in der heutigen Zeit, den man nicht mag, weil er halt ein böser ist, aber den keiner absprechen wird, dass er in Ring performt. Und Mr. Perfect war ähnlich. Und between the character and his wrestling ability, Mr. Perfect was the complete package. And Vince McMahon was clearly impressed as he started booking Mr. Perfect in matches against the Ultimate Warrior and Hulk Hogan. The winning streak came to an end at WrestleMania 6, where he lost to Brutus Beefcake of all people. Dieser Brutus Beefcake, ne? Der Disciple später. Und noch viele andere Gimmicks. Also, ne, er hatte ja nachher den Ruf, er war überall da, wo er gewogen war. Und nur deswegen war er da. Wird ihm nicht ganz gerecht, er hatte schon auf einen gewissen Peak. Allerdings war das so ein Paradebeispiel für einen Worker, der halt genau das alles nicht hatte, was Kurt Hennig hatte. Nämlich eine gewisse Klasse im Ring. Und dann verlierst du gegen den in der Darstellung. Hm. Naja. But his push got back on track when he defeated Tito Santana in a tournament to win the Intercontinental Championship, giving him Bobby Heenan as a manager was the icing on the cake, and these two were really entertaining together. M Auch Bobby Heenan. In der heutigen Zeit bei, bei, bei jüngeren Fans, die das nicht mitgemacht haben, komplett unterschätzt. Bobby Heenan war der bessere Paul Heyman. Der Vergleich ist ein bisschen schwierig, aber Bobby Heenan hat so viele Leute overgeputtet und so viele Leute besser gemacht und interessanter gemacht. Das ist schon krass. Später hat er ja noch kommentiert dann bei WC. War auch immer lustig. Neulich erst gesehen, Bash the Beach, ich glaube 96 oder 97. Der, hat, der war immer unterhaltsam. Der hat immer Spaß gemacht. Also Bobby Heenan, nicht zu unterschätzen, was der für Worker, naja, als... Add-on bedeutet hat. Und diese Kombination mit Mr. Perfect war auch gut, war richtig gut. Und er hatte vor allen Dingen auch einen gewissen Track Records. Also alle, die er vorher irgendwie gemanagt hat, es gab ja die Heenan Family, da war unter anderem auch ein Giant mal drin und solche Leute. Das hat ja immer funktioniert. Er war immer dieser parade trecksack typ Und für den Heal gibt es nichts Besseres. Kurt Hennig konnte reden, so ist es nicht. Kurt Hennig war unterhaltsam, war entertaining, aber Bobby Heenan hat ihn halt nochmal um die Stufe gehoben. Mr. Perfect seemed destined for the main event. And there was every reason to believe that he could eventually become the top heel in the company. But yeah. Kurt had a big problem a back problem. Uh, He'd started yeah. to have issues with his back in early 1991, and by the middle of the year, his pain was becoming unbearable. At SummerSlam, it would be Mr. Perfect versus Bret Hart for the Intercontinental title and it would be kurt's last match for quite some time the feud itself was really good it was framed as a battle between two of the best technical wrestlers of the era and in reality that was completely true they were both at the top of the pack in the wwf in terms of in-ring ability kurt brought that cocky arrogance to the feud that made fans just want to cheer for brett e In die Gegenwart übertragen möchte. Diese Fehde, diese Ansetzung war das, was Camelo Hayes und Andrade gerne sein möchten. Aber diese beiden Namen zu der Zeit waren massiv over. Die Character haben funktioniert. Sowohl der von Brad als auch der von Mr. Perfect. Das ist genau das Problem, was du heute hast in Wrestling, dass Charakter viel zu schnell in irgendeine Rolle gestoßen werden, die sie eigentlich nicht ausfüllen. Camelo Hayes spielt den arroganten Typen, aber er hat keinerlei. Connection zur Crowd in irgendeiner Art und Weise. Andrade sehen viele als guten Wrestler, ist er auch, genauso wie Camelo Hayes, aber der hat auch kein Standing. Und dann stellst du die gegeneinander und denkst, da kommt jetzt Mr. Perfect gegen Brad Hart raus und machst eine sieben match serie die noch weiter geht danach und keiner geht over. Das war hier komplett anders. Komplett anders. Even louder. But when it came down to the match itself, Kurt was in excruciating pain for the entire thing. It turned out that he was wrestling with a broken tailbone, along with a bulging disc in his back. But gebrochenes Steißbein und ein Bandscheibenvorfall quasi. Ich habe das Match noch ein Stück weit vor Augen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das damals richtig gut fand. Jetzt war ich natürlich auch großer Blatt fan aber nichts als Respekt. Also ganz ehrlich, ein gebrochenes Steißbein ist schon ekelhaft. Ist halt schmerzhaft. Du nimmst auch Bums. Ja? Und dann hast du einen Bandscheibenvorfall. Jeder, der einen Bandscheibenvorfall schon mal hatte, ja. Yep. Da Ring Matches wild. He was determined not to forfeit the title. He battled through the pain to produce arguably the greatest WWF match of the early 90s. It looked like that this was going to be the end of a short but explosive career because after the match he stepped away from the ring. The doctors advised him to get spinal fusion surgery. but he never took that advice instead he cashed out an insurance policy with lloyds of london that was a. Okay. er hätte sich operieren lassen können hat es sich gemacht weil er die Versicherungspolice auszahlen lässt. also ja irgendwie aus menschlicher sicht verständlich dass er das Geld nimmt, aber vielleicht einer der Knackpunkte, warum es nie zu mehr gereicht hat dann. Ne? Er kam ja dann wieder und auch Shawn Michaels hatte eine schwere Rückenverletzung und kam dann wieder und hat noch einen ganz validen Rang gehabt danach. So ist es nicht. Erklärt aber, warum es dann halt nicht gereicht hat bei ihm. Apparently worth hundreds of thousands of dollars, the key condition of the insurance payout was that Kurt could no longer wrestle, which essentially meant that he was retired from active competition. But that certainly didn't mean that he was done. with The WWF. Why is that the reason why he commented? Vermutlich. Okay. McMahon gave Mr. Perfect a role next to him at the commentary table. And ah. Kurt was excited to take on this brand new assignment that would allow him to still contribute to the business. And it's safe to say that Kurt was damn near perfect as a commentator. He was funny. <laughs> Was ist mir am meisten im Kopf geblieben? Der Bleistift. hatte dieses Gimmick mit dem Bleistift, den er hochgeworfen hat und gefangen hat. Damals war ich im Englischen jetzt noch nicht so mächtig, aber das ist mir im Kopf geblieben. Er ist mir im Kopf geblieben als Kommentator auch. Ich habe nie gewusst, dass das wegen einer Versicherung war oder dass das verletzt war, ja, aber dass er deswegen nur kommentiert hat. Wobei, ich meine, der hat doch dann WWF-Run auch noch mal gehabt. Mal gucken. Er war und er wusste, er die inside out. he was always at his best when he had someone to bounce off and that was proven in his banter with vince mcmahon at the commentary table and that only continued <laughs> when he became rick flair's executive consultant even when flair was the one cutting the promo mr perfect's facial expressions in the background just enhanced <laughs> it even further in the year or so that they worked together these two became really close friends but of course kurt got on with everyone he was naturally funny and he loved to pull pranks and practical jokes backstage but even during this time out of the ring his back never fully healed and he was using an increasing amount of prescription painkillers in order to mask the pain ja das ist leider ein, ein Muster was wir sehr, sehr oft in dieser Zeit dann haben. Ne? Leute, die dann halt im weitesten Sinne drogenabhängig werden, weil sie halt gewisse Dinge kaschieren. Das Business war hart damals. Ja? Es gab ja keine Garantieverträge in dem Sinne, Es gab ja keine, nicht die ganz großen festen Verträge, wie sie jetzt sind. Es war quasi ein Day-to-Day-Job ein Stück weit. Und ich verstehe, dass er trotzdem im Ring gestiegen ist. Das haben viele getan zu dieser Zeit. Und das ist auch der Grund, warum so viele aus dieser Zeit auch nicht mehr leben. Ja, weil der Lebenswandel derzeit halt schon ein anderer war. Im Chat auf Twitch.de. mit OE geschrieben ähm, wird auch gerade noch berichtet: Ja, meine Frau konnte mit dem Bandscheibenvorfall nicht mal mehr Treppen steigen. Ja, das meinte ich gerade. Also, Kurt Hennig war einfach im Ring aktiv mit solchen Verletzungen. Das ist schon wahnsinnig wild. Erklärt dann aber auch so ein bisschen, warum dann gewisse Mittelchen notwendig wurden. Naja. The 1992 Survivor Series was supposed to be a Tag Match. between The Ultimate Warrior and Randy Savage taking on Ric Flair and Razor Ramon but just before the show The Ultimate Warrior stormed oh, no out show. of the WWF yeah. Vince really struggled to find a suitable replacement for the Warrior as fiel gar nicht gewusst ne die No Show damals vom Ultimate Warrior Wir sind ja aber auch eine Zeit als wir dann über den steroid Skandal sprechen und der Warrior, den wir hier sehen, das ist der, wo immer gesagt wird, das war noch gar nicht mehr der originale, weil er halt anders aussah, weil er halt nicht mehr so breit war, nicht mehr so aufgeblasen. Hatte natürlich viel mit Steroiden zu tun und plus er war grundsätzlich ein schwieriger Charakter. Warrior in order to carry on with the match and so he turned to Kurt. Kurt really didn't want to come out of retirement because he was still getting that payout, but Vince ended up paying the remainder of the insurance settlement and a whole lot more on top. Nach... Hab das auch nicht gewusst. Also Vince übernimmt dann quasi die restliche Zahlung von der Versicherung, damit er wieder in den Ring steigt, weil der Warrior ausgefallen ist. Best for business, ne? Aus Vince's Sicht, aber ohne Rücksicht auf Verluste für die Worker. In dem Fall für Mr. Perfect. Art. Gut, er hat ja die Entscheidung, er muss es ja nicht machen, ne? Aber ich verstehe, dass die Verlockung dann groß ist. Ich meine, er hat gerade als Second Generation Star natürlich auch nicht viel in seinem Leben außer das Wrestling und den Sport, und das aus einer Verletzung heraus aufgeben zu müssen, das haben wir ja ein paar Mal gesehen, auch später Brian Danielson, Edge und viele andere, die dann wiedergekommen sind, weil sie eben nicht damit abschließen wollten oder konnten. Ich verstehe es aus menschlicher Sicht, dass es macht. Man kann aber natürlich fragen, warum Vince McMahon das tut, wenn er weiß, er hat schwere Verletzungen und Probleme mit Schmerzmitteln. Hm. Naja, ist halt Showbusiness, ne? Da geht es halt nicht um einzelne Privatmenschen, offensichtlich. They turned Mr. Perfect, babyface, for the first time in his career, and of course Kurt was great at playing a good guy too. It was just another role in wrestling that he took to like a duck to water. He sent Ric Flair packing back to WCW in a loser leaves town match in January. Das war auch Runs überhaupt. Also Rick Flair kam rüber von NWA WCW. gewann den Rumble und damit den Titel. Du hättest ihn gegen Hogan stellen können, machst es nicht. Und ein Jahr später ist er wieder weg und geht zurück zur WCW. Dass es ein loser so, Town Match war, habe ich ehrlich gesagt schon wieder verdrängt gehabt. Aber jetzt, wo ich die Szenen sehe, kann ich mich dran erinnern. January 1993 und then he went on to feud mit the likes of Shawn Michaels und Lex Luger, but it never felt like Mr. Perfect was going to become the WWF Champion. It was clear that Vince was never going to take the risk of pushing him. Das kann ich aber sogar aus Business-Sicht verstehen, dass du auf einen Worker, der verletzungsanfällig ist oder eine gewisse Beeinträchtigung hat körperlich, nicht baust. In letzter Instanz kann ich nachvollziehen. Gerade zu dieser Zeit war ja auch ein Umbruch im Wrestling. Die WWF ging finanziell auf eine schwierige Zeit zu. Hulk Hogan war weg oder ist dann weg gewesen, als großes fährt. Man hat den Schiff zu dieser Zeit nicht hinbekommen. Man musste auch jüngere Talente setzen, wie Brad Hart und Shawn Michaels und Co. Und dann hast du einen Kurt Hennig, der zwar um, ohne viel mitbrachte, aber eben angeschlagen ist. Naja, wie wird deine Wahl aus? Natürlich gehst du auf die Jungs, die fit sind. Und das war eben nicht er. Aber allein diese Matches ne, mit Shawn Michaels, allein auch Lex Luger, der da mal zwischenzeitlich auch als Hulk ja geplant war. Also er hat ja schon mit den Großen mitgespielt. Aber der letzte... Reports yeah. from the time of Kurt getting annoyed and frustrated that not only was Vince passing him up for the WWF title, he was also passing him up for the Intercontinental title. But that's no surprise. Kurt was clearly diminished in the ring. He couldn't move like he used to, and he was terrified of making his back even worse. To... Uh, yeah, am the grade, ne? Im Chat kam gerade, ähm, könnte man sagen, dass schon Michaels den Mr. Perfect-Spot bekommen hat und bei ihn danach nicht mehr brauchen konnte. Ich glaube, brauchen schon, aber vielleicht hat schon Michaels weiter Tat vielleicht haben die diese Spots bekommen, die Mr. Perfect hätte haben können oder Kurt Hennig hätte haben können, wenn er fit gewesen wäre. Ich glaube, das kann man schon sagen. Ich glaube, das wäre schon ein Kandidat gewesen, der vielleicht in den, naja, Mitte 90er Jahren ein Zugpferd hätte sein können für WWF. Gerade zu der Zeit, als eben die großen Namen der Reihe nach wechselten. Ein fitter Kurt Hennig. despite all of the pain medication that he was taking at the end of 1993 he had to step away from the ring once again mr perfect appeared as a special guest referee and commentator at different times but he didn't maintain the same presence as before in 1996 vince mcmahon was pushing for mr perfect to get back into the ring once again, but Kurt wasn't so sure. He was about to receive a three hundred dollar lump sum from his insurance deal, money that he wanted to retire on, but all of a sudden, Lloyds of London decided to not pay out. Ah, okay, jetzt kommt er auch noch in den finanziellen Zwang, wieder in den Ring steigen zu müssen. Das erklärt dann auch, warum er dann bei WCW aufschlägt. Puh, ja, und 300.000 zu der Zeit, Menge Holz, ne? Auf gut Deutsch, er war quasi gezwungen, wieder zu wresteln. Ab einem gewissen Punkt. Hm. Kurt believed that Vince was in some way responsible for this as a way okay. to get him back into the ring. Whether that's true or not was never proven either way. But he was Boah, aber allein dieser Gedankengang, dass es auch wieder so eine so ein Spielchen hätte sein können oder gewesen ist von Vince McMahon, dass er verhindert hat, dass er die Summe bekommt von der Versicherung, weil er ihn wieder im Ring haben wollte. Uh, ei, ei, ei. Also, da kommen manchmal so, so nachträglich so Dinge von Vince. Da denkt man, man hat alles schon gehört und dann kommt solche Stories noch. Das Gesamtbild höchst interessant manchmal. So infuriated that he reached out to Eric Bischoff to see if there was any interest in bringing him to WCW. Naja, da muss man auch sagen, ne, WCW hat ja zu der Zeit auch mit deutlich höheren Gehältern, mit einfacheren Schedules, ja und mit Rahmenbedingungen gelockt, die WWF nicht anbieten konnte weil sie finanziell durchaus Probleme hatten, auch 96 noch. Und wenn es darum ging, dass er seinen Lebensunterhalt bestreiten muss, verstehe ich, dass er WCW vorgezogen hat. Und Eric Bischoff zu der Zeit hat sich ja sehr... Etabliert und einen Namen gemacht, indem er eben die in Anführungsstrichen großen Namen rübergeholt hat. Das war ja das Businessmodell. Wir holen alle Topstars, werden die Big Boys play und WWF bleibt nicht mehr viel. Und das hat ja fast funktioniert. When the men met up with each other, they clicked instantly. And according to Bischoff himself, it felt like he'd known Kurt for years. But there was just one problem. Kurt was still under contract with the WWF until February 1997. After that meeting, Kurt stopped showing up for his WWF commitments. He, just, hey, he had -shot. just totally no showed all of his bookings. He'd been scheduled to work on commentary and to present some of the WWF's peripheral shows at the time, but he just didn't show up. And so oh. Vince tried to sue WCW for contract tampering, but it was no use. Kurt was out the door and headed for Atlanta. It was. <sighs> Das sind so, so Stories auch bei solchen Namen, die man gar nicht präsent hat. Also, ich wusste das nicht, ja, dass es da auch Klagen gab oder mögliche Klagen im Raum standen, weil Leute dazu verleitet wurden, ja, ihre Verträge möglichst raus, oder rauszukommen aus den Verträgen. Naja, passt auch so ein bisschen in die Neuzeit. Ne? Wir haben ja zuletzt auf dem Kanal hier diskutiert, ob der Punk-Abgang von A&W großer Masterplan war. Habe ich ein bisschen ins Reich verfabelt ver ver verwiesen. Ich glaube, glaube ich auch nicht dran. Aber zu der Zeit war das ähnliche Themen. was in a tag team match at Bash at the Beach 1997, that he made his WCW debut. Kurt did have some fun moments in WCW, including his run as US yes, Champion yeah. and tag team champion. And of course, he was part of the NWO, and Kurt was glad to be back alongside one of his best friends in the business, Rick Flair. And just like Rick, Kurt liked to party. His drug use started to increase and he was starting to look bloated and tired. Kurt had always found it easy to hide his substance abuse. But now there were reports of him showing up to Nitro while still intoxicated. His mm. contract expired in the summer of 2000. and... Parallelen auch zu Scott Hall, ne? Wieder. Karriere ähnlich begonnen, zusammen begonnen, groß geworden und dann hinten raus verlaufen die Karrieren auch ähnlich. Also alles, was man hier zu Kurt Engel sagt, äh, zu Kurt Engel, zu Kurt Hennig sagt, kann man ja eigentlich ja auch über Scott Hall sagen. Mit dem Hintergrund wissen, dass er natürlich alles andere als fit war, umso bitterer. Für mich einer, den ich auch bei WCW immer gern gesehen habe. Auch für mich einer, der auch da nicht im Main Event war, aber der auch als legit wahrgenommen wurde von mir zumindest. Also einer, der bei der NWO als Member für mich funktioniert hat, der generell funktioniert hat bei WCW, auch bis zum Schluss eigentlich, auch wenn er nicht mehr der Mr. Perfect war von Anfang der 90er Jahre, aber er war schon immer noch ein gestandener Name und den hat man ernst genommen. Und im Ring habe ich eigentlich nie so richtig wahrgenommen, dass er weniger gemacht hat aufgrund seiner körperlichen Verfassung. Ich habe es auch so ein bisschen aufs Alter geschoben. Ne? Es war nicht mehr die ganze Frische da, okay, aber das war bei vielen, die dann bei WCW waren. Und es war zu der Zeit auch nicht so wahnsinnig wichtig, hatte ich das Gefühl. Da ging es mehr über... Storytelling und, und Crashbooking, Booking. Da hat es vielleicht auch besser funktioniert. And he decided to take a break from wrestling. So it was a real surprise when Mr. Perfect appeared at the 2002 Royal Rumble. Hier sieht Hier sieht er deutlich besser aus, ne? Deutlich besser. An den Auftritt kann ich mich auch noch erinnern. Eine wahnsinnig gute Shape eigentlich. Schade, dass er nicht nochmal einen richtigen Run einigermaßen schmerzfrei bekommen hat, dann dass es dazu nicht mehr gereicht hat. It was great to see him back. And he appeared to be having a lot of fun back in the WWF, and it was hoped that he'd stick around for a few years at least. There were certainly plenty of guys in the locker room who'd grown up watching him, and they were excited to work with a true legend in the business. But just five months after his re debut, he was gone. WWE released him. He got into trouble during the infamous plane ride from hell. Ah, okay, das war das, oder? wo sich ja angeblich Auric Flair entblößt hat gegenüber der SURS und solchen Sachen. Dieser Plane Ride von Hell, from Hell äh, also gibt es ja gerade keine Darkseid Ring Folge dazu. Wusste ich auch nicht, dass das der Grund war, warum er dann wieder raus war. Was war dann in dieser Zeit, ne? 2002, da gab es eine WCW nicht mehr, da gab es keine wirkliche Alternative. Teen A kam dann, ich glaube, da er war ja auch nochmal am Anfang. This was a commercial flight traveling back from the UK to the US, where several wrestlers behaved very badly indeed. Kurt ended up getting drunk and started grappling with Brock Lesnar. and the They didn't want to give, give on to each other. They wanted it so hard that they almost popped open the emergency exit 25, 35,000 feet in the air. <laughs> Just incredible, <gesagt>. he Okay. Sich Brock Lesnar anzulegen is two of them crashed into the emergency exit. there were lots of incidents that went down on that flight and many of the people involved were fired because of it. and kurt was one of them. for a few months after, he appeared on various independent wrestling shows. then, on a morning of february 2003, he was found dead in a hotel room in florida. he died from acute cocaine intoxication. And his father later stated that steroids and painkillers also contributed to his death. Kurt was just forty-four years old and he left behind a wife and four children. Even now, more than two decades after his death, Kurt Hennig is still considered to be one of the greatest professional wrestlers to have ever lived. Immer erschreckend, wenn man vor Augen geführt kriegt, was dieser Sport auch abverlangt von Menschen und abverlangt hat. Und das wird heute auch vielleicht in anderer Form, aber ähnlich schwerwiegend teilweise sein. Und zu dieser Zeit war halt noch ein bisschen Wild West, was Drogen und Co. angeht. Diese Mixtur, Kokain, Schmerzmittel, Steroide, hat vielen dieser Leute am Ende das Leben gekostet oder die Karriere. Bei ihm kann man es vielleicht noch ein Stück weit nachvollziehen, weil er jahrelang unter. Schmerzen gerasselt hat, was mir auch so nicht bewusst war. Also das ist fast schon erschreckend. Und jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, dieses Business, Mensch, da müssen doch Leute wie Vince oder Leute, die ihn eingesetzt haben, auch in Bischoff, müssen das doch gesehen haben. Ja, aber da geht es darum, der, der unterschreibt einen Vertrag und dann wird er eingesetzt. Er hat ja auch Geld verdient. Und damit haben sie sich halt beigemacht von sämtlichen ja, Verantwortung. Das ist das, was heute ja so ein bisschen auf die Füße fällt. Und warum heute Leute. Angezählt werden für Verfehlungen in der Vergangenheit. Und ich glaube auch zu Recht, weil das muss sich grundlegend ändern, hat sich ein Stück weit geändert, wobei man immer fragen kann: Naja, wie viel Einfluss hat jetzt die Drogenpolitik wirklich? Wie stringent wird die umgesetzt? Ist es mehr PR-Maßnahme nach außen oder nicht? Schwer zu sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in 10, 20 Jahren wahrscheinlich über die heutige Zeit auch Dinge erfahren werden, die wir heute nicht für möglich halten. Und so war es da auch. In Retrospektive, um einfach zu sagen, hätte man nicht machen dürfen, gilt für ihn genauso. In erster Linie finde ich es sehr schade für den Worker Kurt Hennig. Ich glaube, er hätte durchaus mehr Exposure bekommen müssen eigentlich mit den Voraussetzungen, die er hatte. Ja, und dann gab es einfach zu viele Umstände, die es verhindert haben. Sehr, sehr schade. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr Mr. Perfect Kurt Hennig im Kopf behalten habt. Oder ob ihr ihn vielleicht gar nicht kennt, weil ihr noch gar nicht so lange beim Wrestling seid. Wenn das der Fall ist, dann empfehle ich euch ein paar Sachen anzuschauen von ihm, weil er war wirklich fantastisch in vielen Dingen. Und ja, ich habe ihn immer gern gesehen. Und das ist das, was hängen bleibt für uns als, naja, alte Säcke, die damals schon Fans waren von dem ganzen Quatsch, den wir Pro Wrestling nennen. Und damit seid ihr auf YouTube jetzt raus, aber nicht ohne, dass ich euch nochmal sage, lasst doch einen Daumen nach oben da für dieses Video. Gerne auch beim Original, bei Standby Wrestling. Wir machen weiter und werden immer wieder mal solche Videos auch einstreuen von Menschen, die wir heute wahrscheinlich als Legenden bezeichnen. Auch wenn dieser Begriff oft. Zu inflationär verwendet wird, gehört Hennig ja war sicherlich einer, auf den das vielleicht am ehesten noch zutrifft. Ihr auf YouTube, ihr seid jetzt raus.